Ausgabe 71. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renner-Tipps aus den USA. Herzlich willkommen zur Ausgabe 71. Thomas, alles okay bei dir? Ja, bei mir ist alles okay. Willkommen zu Top-Redner-Tipps aus den USA. Investierst du viel Zeit in dich? Ich investiere viel Zeit in mich. Ich investiere genauso, wie es William T. Thompson empfiehlt. Ja, genau. Jetzt wird es ganz interessant. Ich denke, das ist auch mein Thema hier. Und er schießt gleich los mit zwei spannenden Tipps. Tauchen wir gleich ein in den ersten Tipp. Ändern Sie Ihre Denkweise. Warum denn das? Ja, also bei William T. Thompson geht es darum, auch wieder, wie kann man finanziell besser dastehen. Jetzt gerade in den USA, ich habe ja dort auch eine Zeit lang gelebt und das selbst erlebt, haben die meisten Menschen die Tendenz, dass sie Geld verdienen und dieses dann auch gleich wieder konsumieren, also wieder ausgeben. Mhm. Geld rein, Geld raus. Ich erinnere mich, ich habe bei Accenture, einem Unternehmensberater, gearbeitet. Da war ein Amerikaner auf dem Team und der wusste 3 Monate im Voraus, dass er befördert werden wird. Okay. Und dort war klar, wie viel mehr er verdienen wird. Was hat er gemacht? Am Tag, als er erfahren hat, dass er mehr verdienen wird, ist er in die Autogarage gegangen, also zum Autohändler. Mhm. Und hat sich ein neues Auto geleast. Okay, obwohl er das Geld noch gar nicht hatte. Ein teureres notabene. Ja, also so, dass er das Geld, das er da mit dem höheren Salär kriegen würde, dann schon bereits wieder ausgegeben hat. Mhm. Und genau um das geht es hier bei diesem Beitrag, dass man das nicht machen soll. Mhm. Ja, weil dann bist du immer auf dem Zahnfleisch. Genau. Also ja, es ist gut, ein bisschen Reserve zu haben. Das haben jetzt auch viele gemerkt hier während der Pandemie. Das mhm. ist wichtig, mhm. ja, dass man Reserve hat. Mhm. Also, sonst musst du dich auf den Staat verlassen oder ja, auf deinen Familien- und Freundeskreis. Und das ist oft nicht ganz so einfach. Genau. Also von daher, wenn du eine Gehaltserhöhung in Aussicht hast, dann wartest du mal, bis sie kommt. Und im Idealfall lebst du mal sicher eine Zeit lang genauso weiter, wie du es bisher gemacht hast. Und das, was du mehr erhältst an Gehalt, an Lohn, das schiebst du aufs Sparkonto. Ganz genau. Das macht man als Unternehmer und als weiser Investor oder einfach auch, es gibt auch gute Ratgeber diesbezüglich. Gell? Ja, ein Buch, das mir diesbezüglich ganz gut gefallen hat, ist von Tony Robbins. Und zwar das Buch Money Master the Game. Mhm. Ist ein fetter Schinken, lohnt sich aber allemal, das mal zu lesen. Und da hat er großartige Ideen, wie du sicherstellen kannst, dass du, wenn du mal pensioniert wirst, auch tatsächlich ein bisschen Geld auf der Seite hast. Okay, in Europa ja. ist vielleicht Bodo Schäfer der Geldcoach, könnte man sagen. Ja. Auch das kann ich sehr empfehlen. Ja, und Tony Robbins geht dann auch darauf ein, wie man seine Gewohnheiten ändern kann. Mhm. Also von wegen, also dieses Geld kommt rein und gleich konsumieren, wie man das ändern kann, darüber hinaus, dass man halt dann eben den Konsum ein bisschen verschiebt. Mhm. Also 6 Monate mal gleich weiterleben eben, ohne dass wir irgendwas ändern zum Beispiel. Gell? Genau. Oder dann auch jetzt eben, wenn wir als Speaker unterwegs sind, ja, dann hast du einen Auftritt, kriegst einen Scheck oder eine Bezahlung und dann nicht gleich ausgeben. Ja. Also von daher ja, ist das vielleicht jetzt bei uns nicht ganz so schlimm, aber ja, wenn ich höre, wie viele Personen zum Beispiel Privatkredite mhm. zu horrenden Sätzen aufnehmen, dann gibt es das bei uns auch. Ja. Mhm. Also die können auch nicht auf ihren 4K-Fernseher warten, sondern sie kaufen den auf Kredit.
Ja, und dann zahlen sie was? 15% Zins. Dann finde ich ja, also ich hätte auch gerne mal 15% Zins auf meinen, auf meinen Geldern. Ja, nee, da warte ich doch, bis ich das Geld zusammen habe. Dann hast du gerade selber 15% Zins Rendite erzielt. Mhm. Also genau um das geht's. Und so kannst du auch ruhiger an Sachen herangehen. Dann bist du auch nicht so auf Kohlen, von wegen, oh, diesen Auftrag muss ich unbedingt kriegen. Und wenn du mit dem Kunden sprichst, spürt er das, ja, und dann hast du schlechtere Karten. Ja. Dann kann er dich auch viel besser in deinem Honorar drücken, genau, weil du es unbedingt brauchst. Ja, das war zu Beginn meiner Karriere so, das war richtig schlimm. Als ich dann aber die ersten Kunden hatte, dann konnte ich viel ruhiger dran hingehen. Und wenn dann ein Kunde, ein potenzieller Kunde gesagt hat, ja, können Sie das nicht noch ein bisschen billiger machen? Ja, dann konnte ich locker sagen, nein. Ja. Also wir machen es zu dem Tarif, oder ich, und hier Tipp 77 von Martin Bechard, oder ich kann ihn einen meiner Mitarbeiter schicken zu dem günstigeren Tarif. Aber die potenziellen Kunden wollen dich, weil du bist ja der Experte. Sie haben dich gegoogelt, dich gefunden oder von dir gehört. Ja. Und dann plötzlich ist es kein Thema mehr, das mit dem günstiger, sondern die nehmen dich dann zu deinem Tarif. Ja, es ist eine Änderung der Energie, sage ich immer. Du bist selbstbewusster, das spürt man, hast eine stärkere Kraft. Ja, der Tipp 2 geht ja auch ums Geld von ihm. Sparen und investieren Sie Ihr Geld langfristig. Hat er da einen Tipp irgendwie? Ja, unbedingt. Also du musst beachten, wie viele Steuern du zahlst mit deinen Sparvehikeln. Und der Staat, der fördert das Sparen. Also praktisch jeder Staat fördert das für seine Bürger. Einwohner, für seine Bürger. In den USA sind es da so IRAs, also IRA-Vehikel. Und jetzt in der Schweiz ist die Säule 3a. Da kann man also steuerprivilegiert sparen. Da kann man einzahlen. Diese Gelder kann man auch an der Börse anlegen. Die sind aber blockiert. Ja, da gibt es bestimmte Regeln, wie man die nur rausnehmen darf. Und die Hauptidee davon ist, dass man sie erst rausnimmt, wenn man pensioniert wird. Genau. Und da ist die große Empfehlung, dass du früh anfängst. Und je früher du oder je jünger du bist, umso mehr bist du im Vorteil, weil du hast mehr Jahre, um erstens zu sparen. Wenn du da regelmäßig einzahlst, wächst dieser Topf natürlich sowieso. Und wenn du dann zusätzlich diese Gelder noch anlegst oder anlegen lässt durch die Firma, die Bank, die diese Säule 3a, so nennt man dieses Vehikel in der Schweiz, die das managt, dann hast du mit ziemlicher Sicherheit nochmal zusätzliche Erträge drauf. Und dann kommt ein ganz schönes Sümmchen zusammen. Das ist die Langfristigkeit des Geldes, das ist sehr, sehr interessant. Wenn man eine eigene Firma hat, eine Rechtsform, GmbH, AG, kann man natürlich noch viel andere Abzüge tätigen. Für steuerliche Sicht sehr zu empfehlen. Ich weiß nicht, wie du jetzt hier unterwegs bist, lieber Zuhörer, aber prüfe auch diese Möglichkeit. Genau, also Stichwort Pensionskasse. Super. Spannender Beitrag. Finde ich toll, dass man mal darüber spricht. Auch eben Zeit in sich investieren heißt, sich Zeit zu nehmen, um über das Thema Geld sich Gedanken zu machen. Eine Investition in sich, auch finanziell, lohnt sich immer. Der nächste Beitrag ist von Dennis Jacobs, der schlimmste Kritiker. Wahrscheinlich der schlimmste Kritiker kommt aus dir selbst. Unsere Kindheit prägt uns. Da gibt's schöne Momente, da gibt's aber manchmal auch nicht so schöne Momente. Und Ihr Tipp 1 geht ja da in diese Richtung, überwinden Sie Ihren inneren Kritiker. Wie meint Sie denn das genau? Ja, dass jeder auch eine gewisse Selbstkritik übt, was er kann und was nicht. Was macht er gut und was nicht. Okay. Sie empfiehlt, hier nicht zu stark auf diesen inneren Kritiker zu hören, weil der einem oft von vielen Dingen abhält. So von wegen, ja, das kann ich eh nicht. Oder, oh, ich habe das zwar schon mal probiert, aber ja, ich habe gesehen, das ging nicht, also lasse ich es sein. Also das... Ich versuche, diesen inneren Kritiker zu überwinden. Ich habe ja auch, und daher kommt das Sprichwort, ich habe mehrere Herzen in meiner Brust. Ja, das eine Herz sagt, ja, mach, und das andere Herz sagt, nein, ja, nicht. Ja. Geht wohl allen gleich, gell?
Und ja, und das geht von der Einführung eines CRMs bis hin zum Auftritt auf der Bühne oder Auftritt online. Mhm. Ich meine, im Moment ist ein starker Umbruch zu spüren und zu sehen. Die einen machen bei online voll mit. Mhm. Die haben gesagt, hey, das probiere ich aus, das wird dann irgendwie schon klappen. Mhm. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, oh nein, online, vergiss es, das klappt nie, das ist ein totales Ei, ich mache es nicht gern. Die Zuschauer sehen es nicht gern. Ja. Und dann machen sie nichts. Mhm. Ja. Und sie macht dann eben darauf aufmerksam, dass der innere Kritiker oft zu Aufschieberitis führt. Oh, das ist eine gute Bemerkung, ja. Ja, und dann mache ich nichts. Also ich bleibe wie in der Schockstarre. Ja. Das ist nicht gut. Ja. Ja, also wenn, dann sollst du eben Dinge probieren. Mhm. Und klar, nicht alles kritiklos tun oder lassen. Mhm. Im Moment ist beispielsweise dieses ganze Clubhouse, diese App, so der neueste Hit. Ja. Und ich bin jetzt der Meinung, da muss man nicht am ersten Tag gleich auf den Zug aufspringen. Mhm. Man kann da auch einen Moment warten. Das war auch bei den ganzen sozialen Medien so. Ja. Ich meine, da kann man auch mal das beobachten und dann entscheiden, wie und in welcher Form man da mitmachen will. Du brauchst ja da, glaube ich, auch ein iPhone, oder? Das stimmt, und vor allem ein das iPhone, hab ich nicht. Das auch eine bestimmte Version. Ja, du musst, ab iPhone 7 oder 8 funktioniert das erst. Ja, also marketingtechnisch sensationell, weil es erzeugt ja einen Sog. Auch die GSA-Gruppe sagt, hey, nächsten Freitag oder wann ist wieder Clubhouse, sei dabei und sonst verpasst du etwas. Also marketingtechnisch ganz schön clever. Das stimmt. Jetzt, was die GSA angeht, finde ich das super, dass die eben dann diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten. Mhm. Und dann kannst du dann eben viel besser und informierter entscheiden, ob du da mitmachen willst oder nicht. Mhm. Also da auch wieder der Vorteil, hier eine Gruppe, die sich mit solchen Themen dann auseinandersetzt, um zu überlegen, ja, wo sind die Chancen und wo ist es auch nur möglicherweise für den Einzelnen verlorene Liebesmüh. Hat Dennis noch irgendwie Tipps, wie man so aus der Kritikersituation rauskommen kann? Unbedingt. Also, um den inneren Kritiker zu überwinden, musst du zunächst die Situation erkennen. Oh. Ja. Und um diese Situation einfacher zu erkennen, empfiehlt sie den Beitritt bei einer Mastermind-Gruppe. Mhm. Also du tust dich zusammen mit ein paar Leuten, mit denen du dich verstehst, die aus unterschiedlichen Bereichen stammen, unterschiedliche Dinge im Leben schon gemacht haben und so eben verschiedenste Sichtweisen auf eine Herausforderung mitbringen. Genau, das kann ich echt empfehlen. Das ist so lösend und bringt sehr, sehr viel. Du kennst das ja auch. Mhm. Und jetzt hier tauscht man sich dann aus. Und kann dort vor allem auch mal mit Leuten sich diesbezüglich austauschen, ob sie auch schon diesen inneren Kritiker gehabt haben oder ob sie ihn haben und wie sie mit dem umgegangen sind. Mhm. Also gerade auch so erfolgreiche Leute, ja, also manchmal hat man das Glück, dass ein auch ein mindestens äußerlich hat man das Gefühl, er sei oder sie sei erfolgreich dabei ist. Mhm. Und dann erfährt man, dass auch die haben so einen inneren Kritiker. Klar. Und wie sie damit umgegangen sind. Also man kriegt viel mehr mit, anderen geht es auch so und kann so wiederum Motivation finden, um nicht zu stark zu frustriert zu sein. Ja, man soll sich vielleicht nicht nur immer mit dem Besten auch vergleichen. Vergleichen ist eh so eine Sache, da wertet man ja und dann ist man nicht mehr auf Augenhöhe. Oder wie siehst du das? Es ist kein einfaches Thema, das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Es gibt solche, die vergleichen sich mit oben und setzen sich das Ziel, da will ich auch hin. Mhm. Dann kann es ein Motivator sein. Genau. Dann beißen sie sich durch. Aber du musst natürlich nicht erwarten im Normalfall, dass du schon am nächsten Tag dort sein kannst. Ich denke, es hat ja auch mit der Persönlichkeit von dir zu tun. Ich persönlich vergleiche mich gern mit besseren, das ist jetzt, mit erfolgreichen Menschen, die ziehen mich rauf, ja. Aber es ist eben es gibt ja verschiedene Formen des Vergleichens, das hast du jetzt treffend gesagt.
Und dann gibt es natürlich auch die Situation, wo du dich mit den Besten vergleichst und dann kommt wieder der innere Kritiker und sagt, oh nein, also dahin schaffe ich es nie. Also das traue ich mir nicht zu. Also man aber, muss ich mach doch, aber ich mache doch mal noch eine zusätzliche Ausbildung. Genau. Es gibt so diese Leute, die sammeln eine Ausbildung an der anderen, bringen aber die PS nie auf die Straße. So schade. Ja. Die brauchen also, ein Coaching. Ja, die brauchen Unterstützung. Und ja, die müssen mal ins Tun kommen, auch eben von wegen die Dienstleistung am Markt anbieten und schauen, wie das ankommt. Sehr schön. Ja, und was hat sie noch für einen Tipp? Tipp Nummer 2 hat sie nämlich noch. Ja, manche haben dann auch den Eindruck von sich selbst, ja, ich kann das nicht so gut. Eigentlich fühle ich mich wie ein Hochstapler. Okay. Also das nennen sie denn das Hochstapler-Syndrom. Okay. Und das gilt es auch zu überwinden. Also von wegen diese Schwierigkeit, oder? Du kennst dich in einem Gebiet gut aus, aber für dich ist es so selbstverständlich, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass du es tatsächlich so gut kannst. Geschweige denn jemandem damit einen Nutzen bringen kannst. Ja, ja, die eigene Fähigkeit zu erkennen ist für viele Menschen eine ganz große Herausforderung. Das stelle ich auch in meinen Coachings fest, dass man das wie nicht erkennen kann oder annehmen kann. Ja, also du sollst nicht dein Licht unter den Scheffel stellen. Ja, das Sprichwort bringt es schön auf den Punkt. Also, der fühlt dich nicht als Hochstapler, sondern sei dich der Dinge bewusst, die du deinen Zuhörern ja, Gutes tust. Genau. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass dank dem, was du gesagt hast, jemand so stark beeinflusst wurde, dass er sein Leben zum Positiven verändert hat. Deshalb lohnt es sich auch schon noch Monate später nach einem Auftritt mal nachzufragen bei denen, die teilgenommen haben, und wie geht es dir jetzt? Ja. Was hat sich verändert? Hast du die Sachen umsetzen können, die du dir vorgenommen hast? Schöne Gedanke. Und sie erzählte auch ein schönes Beispiel, wie sie dann von der einen Teilnehmerin gehört hatte. Ja, es ist Hammer, was die jetzt anders macht. Ja, und wie viel erfolgreicher sie jetzt unterwegs ist. Wie viel glücklicher sie ist. Also diese Feedbacks bauen dann ja auch den Redner deutlich auf, gell? Genau, dann merkst du eben, dass du kein Hochstapler bist. Sondern dass du tatsächlich einen Mehrwert mitgeben kannst, sodass die Kunden, die Zuhörer erfolgreicher werden. Ja, dann lass uns jeden Tag ein bisschen etwas tun, wo wir Menschen glücklich machen, im Herzen berühren. Danke dir, lieber Thomas, für diese schönen Worte. Wir sind schon am Ende der Ausgabe 71. Ich wünsche dir eine klasse Woche, liebe Zuhörer, und prüfe auch heute wieder, was du mitnimmst für dich, für deinen Alltag. Ich finde es ganz spannend, diese Tipps. Und ich freue mich natürlich schon wieder auf den nächsten Podcast mit Thomas. Ich freue mich auch. Und damit es dir einfach fällt, diesen Podcast zu verfolgen, kannst du auf iTunes den Podcast abonnieren. Empfiehl es deinen Freunden und Bekannten, sofern es dir natürlich gefallen hat. Und wenn nicht, dann gib uns Bescheid, Bruno oder mir, was wir noch besser machen können. Das war der Podcast Top-Renner-Tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.